Herzlich willkommen hier auf dem Poughkeepsie Network YouTube Channel. Heute geht es um eines der drei Hauptdevices, welche mich in meinem Experiment Poughkeepsie Goes Windows 8 begleiten werden. Das ist das Asus Vivo Tab RT. Dies wird mein iPad ersetzen. Ein zweites Device, das ist das HTC 8X Smartphone, wird mein iPhone ersetzen. Und am Computer werde ich nicht mehr mit dem Mac arbeiten, sondern mit dem Aspire S7 von Acer. Die Reviews zu diesen beiden findet ihr natürlich auch. Und auch ein Videobeitrag. Aber wie gesagt, heute und in diesem Video geht es um das Vivo Tab von Asus. Oder Asus, wie man es immer auch sprechen möchte. Und das möchten wir uns doch ein bisschen genauer anschauen. Das ist ja kein reines Tablet, das ist ein Convertible. Und was das genau ist, schauen wir uns an. Aber zuerst mal, was neben dem Tablet, was ihr jetzt gerade gesehen habt, noch hier in der Schachtel mit drin ist, ist eine Dockingstation. Dann haben wir hier den Adapter für Strom, USB. Wie üblich das ganze Papier, die Warranties, die Produktbeschreibung und ein Putztuch. Sehr wichtig bei touchbasierten Devices, die haben sehr schnell mal irgendwelche Fingerabdrücke. Hier kurze Betriebsanleitungen in verschiedenen Sprachen und wie gesagt Warranties etc. Packen wir gleich mal wieder beiseite. Unten dran habt ihr noch das USB-Kabel für das Aufladen und dann gibt es noch einen Adapter von dem speziellen Dock-Connector auf USB, sprich damit ihr hier USB-Devices anschließen könnt. Das und alles werden wir natürlich ausführlich testen in dieser Zeit vom Poughkeepsie Goes Windows 8. Wer uns übrigens verfolgen möchte, Twitter, Facebook und Google Plus, wo auch immer, Hashtag PGW8, also Poughkeepsie Goes Windows 8. Nun aber gehen wir weiter zum Tablet. Das nehmen wir hier mal aus der Verpackung. Ist ein 10.1 Zoll Tablet, ist vom Display ist ein super IPS, nennt sich das Ganze. IPS ist zum Vergleich das gleiche wie beim Apple iPad verbaut wird. Die Auflösung ist eine WXGA, das heißt, es sind 1366 x 768 Pixel mit einer Dichte von 155. Im Innern werkelt ein 1,3 GHz Nvidia Tegra 3 Quad-Core Prozessor und dieser wird unterstützt von einem 2 GB RAM Riegel. In den Speicherausführungen gibt es hierzu in 32 und 64, also anständige Größen, wie ich finde. Und es gibt die Möglichkeit, über einen Adapter eine Micro SDXC Karte anzuschließen bis zu 64 GB Speicher. Also ihr habt hier Möglichkeit für Speicher ist gegeben. WLAN ist A, B, G und N im 2,4 GHz Bereich und Bluetooth ist im stromsparenden Modus von Version 4.0 drin. Auf der Rückseite ist eine Kamera verbaut, 8 Megapixel. Auf der Front ist natürlich auch eine für die ganzen Videocalls, Skype-Konferenzen etc. Und da ist eine 2 Megapixel Kamera verbaut. Vielleicht noch zu den Spezifikationen von der Größe, 263 x 171, in der Dünne sind es 8,3 mm und vom Gewicht her sind das 525 Gramm. Was man auch noch erwähnen muss bei der Konnektivität ist, das Ganze hat NFC, sieht man hier hinten, hier ist das NFC-Chip verbaut, worüber ihr diverse Möglichkeiten habt, das Ganze zu nutzen. Sonst noch, wenn man das Tablet ein bisschen genauer anschaut, hier oben Mikrofon, der An- und Ausschaltknopf. Auf der Seite ist der 3,5 Klinkenstecker für einen Kopfhöreranschluss, die Lautsprecherwippe und unten ist
unter anderem der Anschluss für das USB-Kabel, um es aufzuladen, und natürlich hier beide für das Tastaturdock, aber das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Auf der linken Seite ist hier zum einen ein Regler, um das Ganze wieder aus dem Dock zu kriegen. Dann kommt hier, wie vorher fälschlicherweise gesagt, über einen Adapter. Hier hat es den Slot für die Micro-SD-Karte, genauer gesagt STXC-Karte. Und ganz oben könnt ihr noch ein Stück rausnehmen, wenn es dann kommt. Und hier ist der Micro-HDMI-Ausgang für einen Anschluss auf dem Fernseher oder einen externen Monitor. Gut, dann schauen wir uns doch noch das Dock ein bisschen genauer an. Zuerst mal hier von der Verpackung befreien. Das hier ist die Tastatur. Funktionstasten sind erreichbar über die FN, wie es von den mobilen Devices gewöhnt ist. Dann das Touch-Bedienungsfeld, wie man hier sehen kann, unterteilt links, rechts. Ist aber auch nicht nur einfingerig zu bedienen, sondern Multitouch-fähig, sprich ist auf die Gesten von Windows 8 optimiert. Hier drin habt ihr auf der rechten Seite einen USB-Anschluss. Da macht es ganz einfach, einen USB-Stick anzuschließen. Somit könnt ihr neben den 32 oder 64 GB, welche hier verbaut sind, und die 64 GB, welche ihr über die MicroSD-Karte anschließen könnt, noch mehr Speicher hinzufügen. Hier drin ist auch nochmals ein Akku verbaut, sprich ihr habt nicht nur die Leistung vom Tablet selber, sondern auch noch beim Aufstecken hiervon. Und da wird auf der linken Seite geladen und unten hat es vier rutschfeste Blöppel, so halbrunde Dinger, damit das ganze Tablet natürlich auch stabil auf dem Tisch aufliegt. Zum Anbringen einfach nach hinten kippen. Geht relativ streng. Dann Tablet genommen und aufgesteckt. Ein kurzes Vibrieren und schon ist das Ganze angeschlossen. Wie gesagt, das Asus Vivo Tab RT ist kein normales Tablet in dem Sinn, sondern ein Convertible mit Tastatur. Ihr habt zum einen die mobile Funktion, wenn ihr nur das Tablet nutzen möchtet, aber für längere Schriften, für längeres Schreiben ist natürlich praktisch, wenn man hier eine vollwertige Tastatur hat. Vollwertig ist übertrieben, es ist eine kompakte Tastatur, aber immerhin, es sind Hardware-Tasten zum Schreiben. Gleichzeitig habt ihr durch die Verwendung von dem Dock noch zusätzliche Batterieleistung. Bis zu 16 Stunden erhöht sich die Lebensdauer eures Tablets, wenn ihr das Dock nutzt. Das Ganze entfernen, wie schon gesagt, hier auf der Seite mit diesem Regler runterdrücken und dann kommt's weg. Je nach Neigungswinkel könnt ihr das hier natürlich verstellen. Dies ist der flacheste. Bis und mit zum Zuklappen, sprich für den Transport, könnt ihr es natürlich auch so transportieren, nicht einzeln. Habt ihr wie ein kleines Notebook. Vom Material her vielleicht noch zu sagen, Aluminium wurde hier verwendet. Hier oben, wo natürlich die Funktechnologie drin ist, Plastik. Aber ansonsten ist es Aluminium, sehr wertig verarbeitet, macht einen guten Eindruck. Das war unser erstes kleines Video zum Asus Vivo RT Tab. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet und unser Fazit, findet ihr auf www.gadgetplaza.ch. Unter den Tablets findet ihr ein Review dazu, Text und auch Bilder und weiterführende Links, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Wir bedanken uns herzlich bei Microsoft für die Möglichkeit, dieses Tablet für unser Windows 8 Experiment zum Testen dürfen. Und ja, weiteres wird folgen. Schaut auf Poughkeepsie-Blog www.poughkeepsie.ch auch rein. Da werden wir in der Kategorie Windows 8 fleißig über das Experiment berichten. Auf bald zum nächsten Video, euer Poughkeepsie
und tschüss.